Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Fates. Im letzten Part hatten wir ganz, ganz viel Spaß mit Talion und dem Magiespiegel, haben es aber bis hier oben geschafft, vor, naja, König Garon in Anführungszeichen, das ist er ja eigentlich nicht mehr wirklich, und haben auch schon festgestellt, dass der den meisten Charakteren von mir ziemlichen Schaden machen kann, aber irgendwie kriegen wir das hoffentlich trotzdem hin. Ich bin halt unendlich gespannt, was dann danach passieren wird. 72, 67, ja gut. Hoffen wir, dass Camilla zumindest einmal trifft. Das würde mir zumindest schon mal ziemlich helfen. 26 Schaden, 13% Crit-Wahrscheinlichkeit. Komm, Camilla, das schaffst du. Ich verliere nicht. Ich regiere Noah und Hoshido. Die ganze Welt. Ich bin der größte König aller Zeiten. Ziemlich größenwahnsinnig bist du. Oh, Camilla. Immerhin einmal hat sie getroffen. Und, ne, es hat keinen Schaden gemacht. Stimmt, er hat ja die Fähigkeit, dass er davon quasi keinen Schaden bekommt. Die Sache ist, wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich kann verstehen, dass es für Camilla und die anderen nicht leicht ist, gegen dieses Monster zu kämpfen, weil es ist nun mal irgendwo ihr Vater. Zumindest die Hülle war eben noch vorhanden. Und sie ging ja auch die ganze Zeit davon aus, zumindest Xander und Camilla, dass sie ihn quasi nochmal retten bzw. umstimmen können, dass er wieder so wird wie früher. Und für Leo und Elise ist das nun mal der Vater, den sie die ganze Zeit gekannt haben. Und jetzt zu akzeptieren, dass der Vater schon lange tot ist und nur dieses Monster übrig ist, ist schon hart, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Die Sache ist aber auch, was würde wohl passieren, wenn er wirklich über Noor und Hoshido regieren würde? Aber du würdest mich nicht besiegen, ist die Sache. Das würde ich sogar aushalten, tatsächlich. Das finde ich gut. Also ich glaube, es gibt so ziemlich keinen schlechteren Kandidaten, über beide Königreiche zu herrschen, als dieses Monster dort vorne. Ein KP-Hype. Von daher gesehen, er muss beseitigt werden. Es geht nicht anders. Ich finde es sowieso Schwachsinn, dass einer über zwei riesige Königreiche regieren möchte. Warum können die nicht einfach friedlich koexistieren? Und dann auch noch so ein Vieh wie der hier. Also das darf unter gar keinen Umständen passieren. Vor allem, wenn wir bedenken, was der uns schon alles angetan hat und wen er schon alles auf dem Gewissen hat. So. Xander, das hältst du auch aus. Du darfst auch nochmal draufhauen. Das ist für dich ja auch ziemlich emotional. Aber ich bin total froh, dass unsere Geschwister auf unserer Seite sind. Das gibt mir auf jeden Fall Zuversicht. Die Sache ist, ich bin mir echt unsicher, was passieren wird, wenn wir hier fertig sind. Kana würde es auch aushalten. Schnappen wir uns mal Kase noch dazu. 30 Schaden, ja. 24. Nehmen wir ruhig mal den Drachenstein, denke ich. Ja. Also ich haue jetzt mit jedem drauf, der es irgendwie aushalten kann. Nee, ich bin dann echt gespannt, was passieren wird, wenn er jetzt besiegt ist. Ist er dann auch wirklich vernichtet? Oder hat er vielleicht noch eine zweite Form, die wir quasi in der finalen Mission dann zu Gesicht bekommen? Oder gibt es vielleicht noch jemanden, der über ihm steht, den wir dann zu Gesicht bekommen? Ist der echte König Garon vielleicht doch noch nicht verloren? Ui, Leo könnte das jetzt sogar beenden, sehe ich gerade. Super. Wie gesagt, ich bin echt gespannt, was mit diesem Monster passiert, nachdem wir es besiegt haben. Wie die Geschwister dann auch reagieren werden. Und auch, inwiefern die hoshidischen Geschwister nochmal vorkommen. Sakura, Hinoka, Takumi. Ryoma kann ja leider nicht mehr vorkommen. Aber gerade Takumi, ne, habe ich so das Gefühl, dass der eventuell, wie gesagt, in der finalen Mission nochmal auftauchen könnte. Weil ich habe ja schon mal die Theorie geäußert, dass vielleicht dieses Wesen, was König Garon innewohnt, vielleicht auch Takumi innewohnt. Beziehungsweise die beide irgendwie den gleichen Ursprung haben. Und dann könnte ich mir ja vorstellen, dass Takumi vielleicht beim Finale auch nochmal bekämpft werden muss. Aber bevor ich jetzt weiter spekuliere, lassen wir uns überraschen, was passiert. Ich kann dich jetzt auf jeden Fall mit dem Schatten Yato finishen
Und ich finde, diese Aufgabe sollte Svenja auch auf jeden Fall übernehmen. Ich hätte dich töten sollen. Selbst wenn es bedeutet hätte, dem großen Anankos zu widersprechen. Anankos? Wovon sprichst du? Dein Gott hat nichts damit zu tun. Wir treffen unsere eigenen Entscheidungen. Du bist für all dies verantwortlich. Du Monster. Du zerstörtest das Herz eines guten Mannes zu deinem eigenen Vorteil. Sogar du hättest einen anderen Weg wählen können. Egal unter welchen Umständen wir geboren werden oder welches Blut in unseren Adern fließt. Wir sind alle unseres eigenen Glückes Schmied. Da hat sie auf jeden Fall recht. Egal welchen Pfad wir wählen, ob Hoshido oder Noah, oder gar keinen Pfad, wir bestimmen unser Schicksal irgendwie selbst. Die Sache ist nur, dass Anankos hier nochmal so erwähnt wird. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Anankos dahinter steckt. Dass Anankos sowohl die Kontrolle über Garon als auch eventuell über Takumi übernommen hat, um diesen Krieg anzuzetteln. Und deswegen bleibt meine Vermutung, dass wir Anankos vielleicht bei Hoshido nicht unbedingt begegnen werden, aber bei Revelation auf jeden Fall. Ich will es aber nicht wissen. Es ist nur eine Vermutung. Darum bin ich nicht wie du. Noch könnte ich es jemals sein. Ich will dir den Weg, an den ich glaube. Den Weg des Friedens. Und diese Überzeugung, diese Stärke, nutze ich, um dich zu vernichten. Das ist unmöglich. Unmöglich! Mit vereinten Kräften geschwächt und mit dem Yato besiegt. So soll es doch sein. Ruhe in Frieden, Vater. Wir taten das Richtige, Xander. Tief in mir weiß ich, er war nur so zu retten. Ich wünschte nur, ich hätte den echten Garon gekannt. Leb wohl, Vater. Endlich, meine lieben Freunde und Geschwister, wir haben den Krieg gewonnen. Los, befreien wir die übrigen hoshidischen Soldaten und lassen die Gefangenen frei. Ja, er sieht auch nicht gerade gesund aus. Ich finde, dass Takumi von irgendwas besessen ist. Das haben wir uns ja seit der Hafenmission schon gedacht. Er hat ja von extremen Kopfschmerzen gesprochen und bei der großen Mauer wurde es ja dann doch ziemlich eindeutig. Ich habe das Gefühl, was auch immer in ihm ist, es ist irgendwie gewachsen und hat immer mehr von ihm Besitz ergriffen, weil anfangs, klar, er hat uns nie wirklich gemocht, aber anfangs hat er, glaube ich, noch recht selbstständig gehandelt. Wenn ich mir das jetzt so angucke, gar nicht mehr. Er ist komplett besessen von diesem Etwas. Und ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass es die gleiche Quelle hat, wie dieses Monster, was Garon innewohnte. Vielleicht sogar wirklich Anankos, ich weiß es nicht. So oder so, ich habe richtig geraten oder richtig vermutet, dass Takumi scheinbar die finale Mission dann einleitet. Na gut, ich hoffe, dass wir wenigstens Takumi noch retten können. Weil ich meine, wir haben Garon nicht retten können, aber wenn jetzt erst Ryoma und dann Takumi, das wäre schon ziemlich hart. Also ich hoffe, man kann die noch irgendwie retten. Takumi, du lebst. Aber was ist mit dir geschehen? Der Schmerz des Verrates. Deiner und meiner. Es brennt. Es brennt. Ich muss, ich werde dich töten. Dich töten. Huh? Takumi, komm zu Sinnen. Bitte. I'll kill you. Ich werde dich töten, verlorene Schwester. Stirb, Svenja. You. Verrat. Tod. Mord. Takumi, hör auf damit. Der Krieg ist vorbei.
König Garon wurde vernichtet. Bitte, Bruder, es gibt keinen Grund, uns weiter zu bekämpfen. Kill. Krieg, Verrat, Tod, Mord. Es ist alles, um was es geht. Ich lasse mich nicht umstimmen. Krieg, Verrat, Tod. Verdammt, Takumi, bitte hör mit diesem Wahnsinn auf. Wait. Svenja, warte. Ich fürchte, man kann nicht vernünftig mit ihm reden. Das willst du vielleicht nicht hören. Ich glaube, er ist von etwas besessen. Genau wie König Garon. No. Nein, bitte, das kann nicht sein. I'm sorry. Es tut mir leid, Svenja. Aber sieh ihn dir an, wie er sich bewegt und spricht. Takumi ist nicht mehr bei uns. Ich fürchte, er ist nicht mehr zu retten. Ich vermute, als er sich von der großen Mauer in Susanoo stürzte, war er schon... No. Nein, das akzeptiere ich nicht. Sollte ich einfach meinen Bruder vernichten? Meinen Vater zu töten war nicht genug? Ja, so ist es. Es tut mir so leid. Das kann doch nicht wahr sein. This is all your fault. Es ist alles deine Schuld. Hoshido ist tot. Es ist alles deine Schuld. Du hast mein Königreich zerstört. Meine Familie. Wenn du stirbst, finde ich Ruhe. Wenn du stirbst, endet. Der Schmerz hört auf, wenn ich dich töte. Takumi, bitte, mein Bruder, bitte weine nicht. Here we go. Wir müssen ihn bekämpfen, Svenja. Sein Geist ist nicht gesund. Das Monster klammerte an seine Reue, seine Feindseligkeit und Verbitterung. Sein Herz und Geist wurden so weit getrieben, dass es kein Zurück mehr gibt. Wir müssen ihn aufhalten, ehe noch mehr Unschuldige sterben. No. Wartet, bleibt stehen. What's that? Svenja? Yeah. Takumi hat allen Grund, mir böse zu sein. Ich bin für einen Großteil des Leids in seinem Leben verantwortlich. Ich habe diesen Weg gewählt. Ich bereue es nicht, aber ich muss es verantworten. Es gibt nur einen Weg, dies zu tun. Unbelievable. Du willst doch nicht etwa... Warte, Svenja. Es ist zu gefährlich. Bitte, komm zurück. Svenja, Verrat, Tod, muss dich töten. Takumi. Takumi. Ich weiß, ich war nie wie eine Schwester für dich. Ich verursachte dir viel Leid und konnte dich an der großen Mauer nicht retten. Dies bedrückt mich mehr, als du weißt, aber ich werde heute nicht hier sterben. Ich lasse nicht zu, dass du mich tötest, aber das Mindeste, was ich tun kann, ist all deinen Zorn zu verstehen. Tod, Mord, Verrat. Ich werde dich töten, Svenja. Ich werde dich töten. Takumi, wenn du dieses Ding auf jemanden richtest, dann auf mich. Ich bin dein Ziel. Nur zu, lass deinen Pfeil fliegen, Bruder. Die. Stirb! Svenja? Nein! Svenja? Svenja? Impossible. Wie kann ein Pfeil so mächtig sein? Keine Sorge, mir geht es gut. Nach allem, was ich erlebt habe, reicht das nicht, um mich aufzuhalten. Ryuma verlässt sich auf mich. Das reicht noch nicht, oder? Um deinen Hass auf mich zu bezwingen. Schieß noch einmal, mein Bruder. Tu, was du tun musst. Svenja? Svenja? Finale. Die Nacht bricht herein. Hä? Huh? Wo bin ich? Es ist so dunkel. Ich kann gar nichts sehen. Und ich bin... unendlich müde. Good morning. Oh, raus aus den Federn, liebste Svenja. Mutter? Was geht hier vor sich? Ist das mein Zimmer? Yes. Du bist da, wo du hingehörst, Liebes. Hast du gut geschlafen?
Du bist schon als Kind immer eine Schlafmütze gewesen. Du machtest immer so ein Theater, wenn ich dich wecken wollte. So niedlich. Ha, wirklich? Go on. Mein liebes Mädchen, versprach Ryoma dir nicht, heute mit dir zu trainieren? Wenn du nicht sofort aufstehst, kommst du zu spät. Du weißt, wie sehr er das hasst. Ich trainiere mit Ryoma, aber ich bin noch so müde. Jetzt ist keine Zeit zu schlafen, liebe Svenja. Ich wünsche, du könntest bleiben. Ich würde dich ewig schlafen lassen, damit ich dich hier behalten kann. Aber ich darf nicht egoistisch sein. Du hast noch so viel zu tun. Mutter, wovon... Unbelievable. Svenja, bist du immer noch im Bett? Warum überrascht mich das nicht? Ryoma? Oh. Ich habe ja gesagt, dass Ryoma es nicht mag, wenn man ihn warten lässt. Nimm dein Schwert und triff mich im Schlossgarten, faule Schwester. Je länger du mich warten lässt, desto härter wird das Training für dich. In Ordnung, ich bin gleich da. Aber wo habe ich mein... Das ist komisch. Wo ist mein Yato geblieben? What's the matter? Was ist los, Svenja? Ich kann mein Schwert nicht finden. Das macht nichts. Ich kann sicherlich noch ein anderes auftreiben. Solltest du nicht lieber nach deinem Yato suchen, Svenja? Du brauchst es doch. Du denkst, wenn du mich mit dem Yato schlägst, hattest du die Welt, nicht wahr? Mutter? Ryoma? Wovon? Wach auf, Svenja. Gewiss hast du meine letzten Worte nicht vergessen, oder? Deine letzten Worte? Yes. Ich zähle auf dich, Svenja. Das habe ich dir gesagt, nicht wahr? Richtig, Schwester? Ryoma, du sagtest es zu mir. Du sagtest es zu mir kurz bevor du... Here we go. Also erinnerst du dich? Ich wusste, du würdest es nicht vergessen. Big Brother. Ryoma, wo bin ich? Hat Takumis letzter Angriff mich getötet? No. Beinahe, aber wenn du willst, kannst du wieder in diese Welt zurückkehren. Wenn du immer noch kämpfen willst, kannst du deinen Verbündeten zurückkehren. Hä? Zurück zu meinen Verbündeten? Wach auf, Svenja. Bitte, du musst aufwachen. Du kannst hier nicht sterben. Svenja ist tot. Endgültig. Sie wird nie mehr ihre Augen öffnen. How could? Hüte deine Zunge, Unhold. Svenja ist nicht tot. Sie wird zu uns zurückkehren. Ich lasse nicht zu, dass ein widerliches Monster mir noch jemanden nimmt. I'll kill you. Du bist als nächster dran, Prinz Xander. Ich werde dich töten. Diese Stimmen, das waren Xander und Azura. Meine Freunde und Verbündeten kämpfen immer noch gegen Takumi. Aber ich dachte, sein Zorn wäre nach dem Sieg über mich verraucht. Die Verbitterung, die Takumi gefangen hält, ist stärker als du denkst. Das Tier in ihm gibt erst Ruhe, wenn er alle Noren getötet hat. Aber deine Verbündeten, sie geben dich nicht auf. Sie glauben an deine Rückkehr. Sie glauben, du wachst auf und kämpfst noch einmal mit ihnen zusammen. Ihr Götter. Excuse me. Solch ein Angriff haut dich doch nicht um, richtig? Du bist viel stärker. It's not over yet. Ihr seid nicht unser Schild, Svenja. Ihr seid unser Schwert. Wir brauchen euch. Look me in the eyes. Du darfst hier nicht sterben, Svenja. Die Welt braucht dich noch. Why? Mama, geh nicht. Ich verspreche, ich bin ein braver Junge. Bitte. That's right. Stirbst du, geht die Schlacht zwar weiter. Deinen Verlust könnte ich nicht ertragen. I'm here for you. Verlass mich nicht, liebste Svenja. Götter, bitte nimm stattdessen mich. Let's go. Papi ist sehr traurig, wenn du nicht bald aufwachst. Und, ich auch. Come back. Unser Kampf ist noch nicht vorbei, kleine Prinzessin. Kämpfe mit mir bis zum Ende. Let's go. Ich glaube an euch, mein Lady Svenja. Ich glaube, ihr kommt zu uns zurück. We stand together. Eine böse Täuschung hält euch fest. Nehmt meine Hand. Wir vertreiben sie gemeinsam. Bitte stirb nicht. Bleib hier, um mich zu drücken und mit mir zu spielen. Ah, fair finger of fate. Eine zarte Aura umgibt deinen Körper. Sie flüstert Worte des Erwachens. Show me what.
what you've got. Ihr wacht augenblicklich auf. Wenn ihr heute sterbt, verzeih ich euch das nie. We've got this. Ich kenne euch zu gut, my lady. Er stirbt hier nicht. Ihr seid sehr viel stärker. Warum liegst du hier so rum? Wach auf, wir haben zu tun. Everyone. Meine Freunde, meine Familie, ich höre euer Flehen. Ich muss in meine Welt zurückkehren. Ich muss Takumi aufhalten. Du hast dich also entschlossen, zurückzukehren. Ja. Ja, Ryoma. Es tut mir so leid, aber ich bin noch nicht dran. Ich wünschte, ich könnte immer bei dir und Mutter bleiben. Aber nichts tun ist keine Alternative. Ich muss die Welt retten. I see. Ich verstehe. Du bist wirklich meine Schwester. Aber bevor du gehst, möchte noch jemand mit dir sprechen. Huh? Huh? Wer ist es? Takumi! Takumi? Was machst du denn hier? Kämpfst du nicht gegen meine Verbündeten? Wie kannst du hier sein? No. Ich bin nur hier, nirgends sonst. Dieses Ding, das bin nicht ich. Es ist ein Monster, das aus mir eine Marionette macht, genährt von unterschwelliger Feindseligkeit. Obwohl ich nicht frei sein kann, solange mein Körper gefangen ist, hat meine Seele in Wahrheit diesen Körper schon lange verlassen. No. Takumi, das ist schrecklich. Kann ich denn gar nichts tun? Please. Doch, du kannst. Bitte, Svenja. Du musst meinen Körper zerstören. Nur dein Yato hat die Kraft, ihn von seinem gottlosen Meister zu erlösen. Aber Takumi, mein Yato ist... Ja, ich weiß. Es zerbarst beim letzten Angriff dieses Monsters. Darum musst du dies hier nehmen, meinen Fujin Yumi. Ich weiß, dass du damit die heilige Kraft deines Yato wiederherstellen kannst. What was that? So etwas Wertvolles nehme ich nicht an. Nicht nach allem, was ich dir antat. Nimm es. Ich lasse dich mit mir reden. Du bist die Einzige, auf die Verlass ist. Es schmerzt mich, aber wir können auf deine Welt nicht einwirken. Bitte, du musst mich befreien. Takumi. Takumi. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich glaube deinem wertvollen Fujin Yumi, deinen Körper zu befreien. Egal wie. Thanks. Danke sehr, Svenja. Ich frage mich, wie es gewesen wäre, mit dir auf derselben Seite zu kämpfen. Ich wollte, wir stünden uns so nahe wie du und deine norischen Geschwister. Bis zu meinem letzten Augenblick wollte ich dich so sehr meine Schwester nennen. Zu dir aufsehen und dich lieben und nicht zwischen uns kommen lassen. Ich wünschte, ich hätte dir das vor meinem Tod gesagt, als es noch die Chance gab. Ich war so stur, so verletzt. Ich konnte mir diese Gefühle selbst nicht eingestehen. Das tut mir aufrichtig leid. Es tut mir leid, dass ich dich gehen ließ, liebe Schwester. I'm so sorry. Takumi, auch mir tut es leid. Ich verursachte dir so viel Schmerz. In Wahrheit sehnte ich mich danach, dich als meinen Bruder anzunehmen. Der Traum, wir könnten nach dem Krieg wieder zusammen sein, ließ mich nicht los. Es tut mir leid, dass die Dinge so kamen, wie sie gekommen sind. No. Das ist in Ordnung, Svenja. Wir konnten uns alles sagen, was es zu sagen gab. Du hast mehr als genug getan. Mein Herz hat endlich Frieden gefunden. Vielen Dank, meine Schwester. Takumi. Steal yourself. Du schaffst es, Svenja. Wieso glaubst du, trug ich dir die Rettung aller auf? Weil du ein reines Herz hast, gütig und stark. Du hast viel gelitten und viel Trauriges in deinem Leben erfahren müssen. Aber jetzt ist keine Zeit, zurückzublicken. Wach auf und sei stark. Setze einen Fuß vor den anderen und schreite voran. Kämpfe mit ganzem Herzen, um diesen Krieg zu beenden. Das Yato wählte dich aus gutem Grund. Du kannst es. Ich glaube an dich. Ja. Yeah. Ich werde dich nicht enttäuschen, Ryoma. Ich werde kämpfen, als stündest du mir zur Seite. Und dieses Mal halte ich mein Versprechen. Ich werde nicht aufgeben. Und du, ruhe in Frieden, mein Bruder. Und wache über uns und unser Königreich. Oh, Svenja. Du bist niedlich, wenn du träumst. Wie das kleine Mädchen, das ich auf dem Arm hatte. Die ganze Zeit wollte ich bei dir sein, dich aufwachsen sehen. Ich bin für diese flüchtigen Augenblicke so dankbar. Ich werde sie immer hegen. Egal, was du tust oder wohin du gehst. Egal, wer an deiner Seite ist. Sei gewiss, dass ich dich immer lieben werde.
Wenn wir uns dereinst hier wiedersehen, freue ich mich auf die bemerkenswerte Frau, die aus dir geworden ist. Yes. Ich tue alles, damit du stolz auf mich bist. Das ist ein Versprechen, Mutter. You have my gratitude. Danke, mein liebes Kind. Zu hören, dass du mich so nennst, bedeutet mir alles. Geh jetzt. Ich werde deine Reise aus der Ferne beobachten. Be safe, my child. Gute Reise, Svenja. Go on. Zeig ihnen, aus welchem Holz du gemacht bist, Svenja. Take care. Eines Tages sind wir alle wieder vereint, Svenja. Leb wohl. This is it. Goodbye, lebt wohl alle everyone. Zusammen. Bis wir uns wiedersehen. Hallo, my Lady Svenja. Lilith. Come on. Es ist Zeit für euch heimzukehren. Bitte nehmt meine Hand. Thank you. Danke sehr, Lilith. Aran ist so warm, Svenja. So war es schon immer. Ich fühle eure Güte bei der geringsten Berührung durchscheinen. Ich erinnere mich immer, wie behutsam ihr wart, als ihr mich damals rettetet. Und wie gütig ihr zu mir wart, obwohl ihr von der Welt abgeschnitten wart. Und wie tapfer ihr gegen die kämpftet, die eurem Angehörigen schaden wollten. Ich liebe alles an euch, meine Freundin. Ich hoffe, ihr wisst das. Ja. Lilith, meine liebe Freundin, ich liebe dich auch. Für immer und ewig. Thank you. Danke, my Lady Svenja. Dies sind unsere letzten gemeinsamen Momente. Ich muss euch gehen lassen. Aber ich bin nicht traurig. Ihr wart so tapfer, als ich starb. Also bin ich es auch. Do your best. Ich wünsche euch viel Erfolg, Svenja. Und alles Glück dieser Welt. Thank you. Leb wohl, Lilith. Und vielen Dank. Ich kehre zurück. An den Ort, an dem ich zuvor gewesen bin. Meine Schlacht ist noch nicht geschlagen. Ich muss weiter voranschreiten. Fujin Yumi, bitte höre mein Flehen. Leihe meinem zerbrochenen Yato deine Kraft. Erlaube mir, den Körper deines Meisters zur letzten Ruhe zu beten. Für Takumi. Dieses Licht. Danke, Fujin Yumi. Danke, Takumi. Svenja, hört alle her. Svenja ist wieder bei uns. Yes. Es tut mir alles so leid. Jetzt bin ich wieder dort, wo ich hingehöre. Ryoma, Takumi und die anderen halfen mir, zu euch zurückzufinden. Nun bin ich erneut zum Kampf bereit. I'm so glad. Das ist wundervoll. Meine liebste Svenja ist wieder bei mir. Ich wusste, du stirbst nicht so leicht. Ich habe dich zu gut unterrichtet. Ich habe Sorge, dass ich dich nie mehr drücken könnte. Ich bin so froh. I'll never forgive you. Keine Gnade, Svenja. Egal wie lange es dauert, ich werde dich töten. What? Was? We won't give up. Es wird nicht bersten, Monster. Dieses heilige Schwert wird nie wieder von Übel zerstört. Die Kraft von Takumis Fujin Yumi und die Liebe derer, mit denen und für die ich kämpfe, sind alle in meinem Yato vereint. Das bedeutet, es wird niemals nachgeben. Genauso wenig wie ich. Mein Fujin Yumi hat mich verraten? No. Nein, der Fujin Yumi gehört dir nicht. Er gehört meinem Bruder. Takumi, der wahre Meister dieser Waffe, starb deinetwegen. Ich wähle diesen Weg und gehe ihn bis zum bitteren Ende. Ich bringe es ins Lot. Ich vernichte dich und halte, was ich Freunden und Familie versprochen habe. I'll kill you. Ich werde dich töten, dreckige Norin. Ich bin der echte Hoshidische Prinz. Ich bin Takumi. Ich bin Takumi. Ich verteidige mein Hoshido und zerstöre Noah. Alle Noren müssen sterben. Ihr alle. Sterben. 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 Let's go. Das reicht. Takumi, es tut mir so leid, dass es so lange dauerte, bis wir einer Meinung sind. Aber ich rette sowohl dein als auch mein Königreich. Versprochen. Dies ist mein... Nein.
Dies ist unser letzter Kampf. Ach so, ich kann gar nicht mehr zurück in mein Schloss. Ich dachte vielleicht, kann ich mich noch darauf vorbereiten, aber nein, das Finale geht direkt los. Gut. Ich finde übrigens schön, der Kapitelname ist ja vermutlich eine Anspielung an Azuras Lied. Wenn man, wie war das, die Nacht bricht herein, das kommt ja in ihrem Lied auch vor. Das finde ich sehr schön, dass es daran angelehnt ist. Und es passt, glaube ich, auch ganz gut zu diesem Finale hier. Ja, was soll ich groß sagen? Hab mich überrascht, dass da so eine lange Szene kommt. Dass Takumi besessen ist, das wussten wir ja schon. Dass er allerdings schon lange tot ist, das wusste ich nicht. Und ich muss echt sagen, das Spiel ist grausam. Ich meine, so Charaktere wie Gunther, gut, er ist wiedergekommen, aber trotzdem, der Regenbogenweise und so, okay. Aber Mikoto ist gestorben, Lilith ist gestorben, Ryoma ist gestorben und Takumi letztendlich auch. Also es ist schon echt grausam, wie viele wichtige Charaktere auf Seiten von Noah sterben. Und ich habe jetzt schon Angst, was bei Hoshido passieren wird. Also ich habe echt das Gefühl, erst bei Revelation werden es alle Charaktere lebend durchschaffen. Deswegen, ja, freue ich mich schon sehr, wenn wir das möglich machen können. Weil ich will weder Ryoma, noch Takumi, noch sonst irgendwen verlieren. Aber ja, die Szene gerade, wunderschön gemacht, dass wir nochmal alle Einheiten hören konnten, die in unserer aktiven Armee drin sind. Und dass wir quasi nochmal mit unserer Mutter, mit Ryoma und mit Takumi sprechen konnten ein letztes Mal. Das hat mich schon irgendwo glücklich gemacht. Gleichzeitig aber natürlich auch traurig zu wissen, dass sie nicht mehr zu retten sind. Und dementsprechend erfüllen wir wohl jetzt Ryomas und auch Takumis letzten Wunsch. Wir retten Hoshido, wir retten Noah und wir befreien Takumis Körper. Ja, das große Finale steht unmittelbar bevor. Aber ich würde sagen, das machen wir erst beim nächsten Mal in aller Ruhe. Und schauen, was uns dort so erwarten wird. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Fates. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.